Moin Moin aus Hamburg zu Transfermarkt TV. Wir gehen rein in den Tag Nummer 3 unserer neuen Sendung und es gibt Neuigkeiten in Sachen Neymar, aber auch ein bisschen was ist passiert in der Bundesliga, in der Premier League und in der Serie A. Wir geben euch den Überblick für heute. Wir sprechen mit Transfermarktgründer Matthias Seidel über den sich anbahnenden Rekorddeal. Zenit St. Petersburg rüstet auf und startet stark. Und der Player to Watch, Sam Larsson vom SC Heerenveen. Ja klar, wenn so ein Rekordtransfer ansteht, dann müssen wir darüber sprechen und das tun wir jetzt auch. Neymar, die Anzeichen verdichten sich, dass der 25-jährige Brasilianer tatsächlich zu PSG geht. Er war heute zwar noch in Barcelona, hat seinem Verein dann aber wohl mitgeteilt, dass er gerne wechseln würde und die Katalanen haben das auch schon offiziell bestätigt via Twitter. Und ein weiteres Indiz für einen sich anbahnenden Wechsel ist ein Instagram-Bild von dem Berater von Neymar, nämlich von Wagner Ribier, der sich bereits in Paris befindet und das auch öffentlich gemacht hat mit diesem Bild. Also der frühstückt schon am Eiffelturm und freut sich möglicherweise auf einen ja, für ihn lukrativen Deal mit dem Brasilianer. Also die Verhandlungen um diesen Transfer gehen möglicherweise in die entscheidende Phase und werden konkret. Ich bin jetzt verbunden mit dem Transfermarktgründer Matthias Seidel, der mir zugeschaltet ist. Moin Matthias. Also Neymar bei Barca freigestellt, der Berater ist schon in Paris, da kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Moin. Ich gehe auch davon aus, dass nichts mehr schief geht. Bei Transfermarkt ist die Wechselwahrscheinlichkeit schon bei 51%. Wer Transfermarkt-Wechselwahrscheinlichkeiten kennt, der weiß, alles, was so über 30% ist, deutet eigentlich schon auf einen fixen Wechsel hin. Ich denke mal, wenn der Medizintest in Ordnung geht, dann findet dieser Wechsel statt. Ja, die Summe, die ist jetzt ja hinlänglich bekannt, 222 Millionen Euro. Aus deiner Sicht ist Neymar das Geld wert? Also derzeitig werden ja für andere Fußballspieler ja auch zweistellige Millionensummen bezahlt. Und somit denke ich mal, dass einer dieser Ausnahmefußballer derzeitig, und dazu gibt es ja nur 3, 4, 5, dass da auch so eine Ablösesumme dann auch gerechtfertigt ist. Zumal dem Besitzer, dem Scheich ja, das Geld nicht so wichtig ist. Nö, das ist allerdings richtig. Das ist nicht das wesentliche Problem. Kommen wir mal zum sportlichen Neymar im Trikot von PSG. Kann er der Spieler sein, der den Unterschied ausmacht, auch in der kommenden Saison? Also Paris Saint-Germain hat ja letztes Jahr, als sie im Achtelfinale ja mit großem Schmach gegen Barcelona ausgeschieden sind, haben die natürlich ganz hohe Erwartungen geknüpft. Denn selbst in der eigenen Liga sind sie nicht mehr Meister geworden. Das heißt, Paris Saint-Germain musste jetzt ganz kräftig investieren und braucht natürlich jetzt auch das Gesicht, was den neuen Paris Saint-Germain eben nach draußen präsentiert und eben für den Erfolg sorgt. Und ich glaube, dass Neymar einer derjenigen sein kann, der eben Paris Saint-Germain zum Champions League Halbfinale und auch wieder in der Paris auch wieder zur Meisterschaft schießt in Frankreich. Das waren die Einschätzungen vom Transfermarktgründer von Matthias Seidel. Danke, Matthias. Und ja, diese 222 Millionen, die im Raum stehen, klar, darüber müssen wir sprechen. Das wäre der neue Rekordtransfer. Und da schauen wir doch mal auf die Liste, wie sie sich denn jetzt aktuell darstellen würde, die Top 5 Transfers ever. Gonzalo Higuain, der fünftteuerste Spieler, der jemals transferiert wurde. Im letzten Sommer ging er vom SSC Neapel für 90 Millionen Euro zu Juventus Turin. Auf der 4 Cristiano Ronaldo, der war sein Geld auf jeden Fall wert. 94 Millionen Euro, 2009, 2010 von United zu Real Madrid. Auch Gareth Bale ging zu den Königlichen aus der Premier League von Tottenham. 100 Millionen Schallmauer, Saison 13-14. Paul Pogba, der Rekordtransfer, der aktuelle mit 105 Millionen Euro von Juventus zu United. Und er wäre der Neue und würde alles sprengen mit 222 Millionen Euro. Noch müssen wir ein Fragezeichen hinter diesen Transfer setzen. Das könnte sich aber in den nächsten Tagen ändern.
Ja, also wenn dieser Transfer zustande kommt, dann wäre das natürlich der Hammer für die Offensive von PSG. Die haben ja noch gar nicht so viel gemacht auf dem Transfermarkt. Berchiche ist gekommen, Dani Alves und jetzt also Neymar für die offensive Außenposition. Und er könnte da mit zwei echten Granaten zusammenspielen im Team und würde dann quasi sozusagen ein neues Triumvirat bilden. Das sind die Favoriten auf die Stammplätze: Edinson, Cavani, Angel, Di Maria und dann eben Neymar. Also er dann nicht mehr zusammen mit Luis Suarez und Lionel Messi, sondern mit diesen zwei Kollegen hier. Das wäre eine Variante dieses Trio, aber Fakt ist, dass der Konkurrenzkampf ausarten wird bei PSG, denn es gibt viele Spieler, gerade auf dieser offensiven Außenposition, und deshalb wird im Transfermarktforum in der Community auch schon wild darüber spekuliert, wer denn den Verein möglicherweise verlassen könnte, wenn Neymar kommt. Einer der Kandidaten ist Julian Draxler, der ist gerade mal ein halbes Jahr in Paris, Marktwert 35 Millionen. Inter Mailand wäre eine mögliche Option für ihn. Dann haben wir Jesse, den Spanier, der zuletzt an Las Palmas verliehen war. Da wird spekuliert über ein Engagement beim AC Florenz. Und Hatem Ben Arfa, an ihm ist Fenerbahce Istanbul interessiert. Was ist eure Meinung zum Neymar-Deal? Passt er rein in die Mannschaft vom PSG? Lohnt sich der Deal für ihn sportlich gesehen? Das wollten wir wissen und ihr habt geschrieben im Transfermarktforum. Hören wir rein in die Meinung von der Bufti, der erstmal mit seinem Usernamen glänzt. Er hat geschrieben: Ich wünsche Neymar selbst eigentlich nichts Schlechtes. Ich meine, wer würde nicht gerne in die Geschichtsbücher eingehen und sich dabei auch noch dumm und dämlich verdienen? Aber ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass er mit PSG krachen scheitert und das Ganze absolut erfolglos bleibt. Und CD90 hat geschrieben: Das Ziel eines Fußballers ist es doch eigentlich, für Barca oder Real zu spielen. Dann kommt Neymar und wechselt nach Paris. Kann ich nicht nachvollziehen. Am Hungertuch nagt er bei Barca sicher nicht. Und sportlich ist es definitiv ein Schritt zurück. Das Gerücht des Tages kommt heute von Lukas Radetzky. Er soll nämlich mit Benfica Lissabon in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise die Portugiesen hätten ihn gerne für die neue Saison. Denn Benfica sucht ja einen Nachfolger für Ederson, der zu Manchester City gewechselt ist. Lukas Radetzky ist 27. Letztes Jahr hat er klasse pariert. In 67 Bundesligaspielen hat er 19 Mal zu Null gespielt. Und jetzt ist er eben ein Thema für Benfica. Ja, es macht natürlich Sinn, mit einem Portugal-Experten über diesen möglichen Transfer zu sprechen. Und das ist bei Transfermarkt Marcel de Almeida, mit dem ich jetzt verbunden bin. Marcel, moin. Der Transfer, sollte er denn zustande kommen, hätte ja eine kleine Vorgeschichte, weil Lukas Radetzky eigentlich eher die Nummer 2 ist, also die zweite Wahl bei Benfica, was die Torwartposition angeht. Warum jetzt der Plan B für Benfica? Genau, der eigentliche Plan war in den letzten Tagen Jasper Cillessen vom FC Barcelona. Da hat sich aber herausgestellt, dass das nicht machbar ist. Daher hat Benfica Abstand von dieser Verpflichtung genommen. Es war geplant, den Spieler für eine Saison auszuleihen. Der Spieler war wohl auch nicht abgeneigt, aber das Gehalt von dem Spieler ist einfach viel zu hoch und das kann sich Benfica im Moment nicht leisten. Daher haben sie Abstand von dieser Verpflichtung genommen. Ja, und jetzt liegt der Fokus auf einem erfahrenen Bundesliga-Keeper, Lukas Radetzky, 67 Partien für Frankfurt in der Bundesliga gemacht. Aber auf Vereinsebene hat er noch keine internationale Erfahrung. Kann das zum Problem werden in der kommenden Saison für Benfica? Ich denke, Radetzky hat in den letzten 2 Jahren in der Bundesliga gute Partien geleistet, ordentlich Erfahrung gesammelt, auch im DFB-Pokal großen Anteil am Finaleinzug gehabt. Und für Benfica wäre das eine gute Option, vor allem, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat und daher wahrscheinlich nicht so teuer wäre. Wollen wir mal einen kleinen Blick in die nächste Saison werfen für Benfica? Da ist ja gerade defensiv einiges weggebrochen. Ederson weg, Lindelöf weg, auch Nelson Semedo nicht mehr da. Die werden auch nachlegen müssen, oder? Auf jeden Fall. Also die dringendste Position ist wahrscheinlich die Torhüter-Position, weil Benfica da mit Julio Cesar, der ist mittlerweile 37, wird im kommenden Monat 38 Jahre alt. Der hat ordentlich Erfahrung, aber sehr verletzungsanfällig mittlerweile. Da sind sie nicht zufrieden. Und Bruno Varela, der diese Saison zurückgekehrt ist von Setúbal, der ist mit seinen 22 Jahren noch viel zu unerfahren. Und da benötigt er auch noch etwas Zeit. Daher haben sie sich jetzt für Radetzky entschieden und der soll es wohl werden. Danke, Marcel, für deine Einschätzung und wir blicken auf die Grafik zum Gerücht des Tages, auf Lukas Radetzky zu Benfica.
Lukas Radetzky zu Benfica Lissabon in die Liga NOS. Fragezeichen. Sein Marktwert beträgt 4,5 Millionen Euro. Spielzeit 2015 für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Seinerzeit kam er für 2,5 Millionen von Brøndby. Wechselwahrscheinlichkeit liegt aktuell bei 20% laut Transfermarkt. Ja, schauen wir in die Gerüchteküche. Da steht der Transfer von Akelechi Iheanacho von Manchester City zu Leicester City unmittelbar bevor. Das Ganze zieht sich ja schon seit einem guten Monat. Da hatten sich die beiden Vereine eigentlich schon auf eine Ablöse verständigt. Aber der Transfer ist bislang noch nicht zustande gekommen. Zog sich auch wegen Streitigkeiten um die Bildrechte des Spielers. Die Ablöse des 20-jährigen nigerianischen Mittelstürmers soll 28 Millionen Euro betragen. Und City hat eine Rückkaufoption. Die liegt dann doppelt so hoch bei 56 Millionen Euro. Und auch Valentino Lazaro, der aktuell noch in Salzburg unter Vertrag steht bei RB, ist ein Thema in der Gerüchteküche heute, denn er hat gestern seinen Medizincheck bei Hertha BSC Berlin bestanden. Auch das ist ja schon länger ein Thema, der Wechsel von ihm. Ganz bestätigt ist es noch nicht von beiden Vereinen. Letzte Saison hat er 3 Tore und 6 Vorlagen gemacht in der österreichischen Bundesliga und könnte das dann in ähnlicher Form in der deutschen ersten Bundesliga dann tun, der 21-jährige offensive Außen. Und weitere Infos zu diesem möglichen Transfer gibt es jetzt von Thomas Linz aus der Transfermarktredaktion. Nun, ich glaube, dass der Wechsel von Valentino Lazaro zu Hertha nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Auch wenn er jetzt verletzt ist, Medizincheck soll ja gestern bereits passiert sein. Es wird sich also demnächst was tun hier. Ich denke auch, dass das nicht mehr davon abhängig sein wird, ob Salzburg in der Champions League Qualifikation weiterkommt oder nicht. Bei Lazaro gab es auch schon Gerüchte zu Leipzig. Das hat sich ja erstmal nicht als wahr erwiesen. Folglich denke ich, aber er wird diesen Schritt jetzt machen wollen nach Deutschland und wird demnächst zur Hertha wechseln. Alles neu bei Zenit St. Petersburg. Der UEFA-Cup-Sieger des Jahres 2008 hat sich vor dieser Saison in vielen Bereichen verstärkt, um an die Erfolge der letzten Jahre wieder anknüpfen zu können und um wieder zu Russlands unangefochtener Nummer 1 zu werden. Sie haben sich wirklich in unterschiedlichen Bereichen verstärkt. Neues Stadion nach langer Bauphase fertig geworden und nun ist auch Roberto Mancini da. Ein Star-Trainer, der Italiener, wird die Geschicke der Mannschaft also leiten. Und auch was die Spieler angeht, hat sich wirklich einiges getan und Zenit hat viel investiert. Die Mannschaft bekommt nach den Abgängen der einstigen Superstars wie Hulk, Axel Witzel und Ezekiel Garay so langsam ein völlig neues Gesicht. Und wir wollen mal auf die Top 5 Transfers des russischen Erstligisten blicken. Als da wäre zunächst einmal Daler Kyzyaev, ein defensiver Mittelfeldspieler, 24 Jahre alt. Er kam von Achmat Grozny für 4 Millionen Euro zu Zenit. Dann Emiliano Rigoni von Independiente de Avellaneda aus Argentinien. Der hat knapp 10 Millionen Euro gekostet. Dann Sebastian Driussi, das 21-jährige Supertalent. Letzte Saison 17 Tore in der Primera Division für River Plate Buenos Aires. 15 Millionen Euro war der teuer. Das ist ein Stürmer. Dann haben wir Emmanuel Mamana, Innenverteidiger, kommt von Olympique Lyon. Der war sogar noch teurer. Und Leandro Paredes, der Top-Transfer vom AS Rom. 23 Millionen Euro war er teuer, der 23-Jährige. Also das sind die Top 5. Dazu kommen 4 Spieler vom Liga-Konkurrenten FK Rostov, unter anderem Polosch und Eroki. Ja, also das ist dann schon eine richtige Wucht, was die an Spielermaterial nun haben. Und ja, auf dem Platz sieht es bislang auch ganz gut aus. Denn Zenit ist richtig gut in die aktuelle Premier-Liga-Saison gestartet, nämlich mit 3 Siegen zum Auftakt. Und da wollen wir mal reinschauen, wie sich die Mannschaft von Roberto Mancini so präsentiert hat. Am ersten Spieltag gab es ein 2:0 beim Aufsteiger FK Khabarovsk. Führungstreffer durch Kyzyaev, das 2:0 dann durch Kokorin. Am zweiten Spieltag Spiel gedreht durch einen Doppelpack von Sebastian Driussi gegen Rubin Kazan. Und am Spieltag Nummer 3 gab es ein 1:0. Das Tor des Tages erzielte Alexander Kokorin, der richtig gut drauf ist, auch schon in der Europa League getroffen hat.
Tja, und am Donnerstag geht es dann ja auch schon weiter für die Mannschaft von Roberto Mancini in der Europa League-Qualifikation. Wichtiges Spiel gegen den israelischen Vertreter Bnei Yehuda Tel Aviv. Das Hinspiel haben sie auswärts mit 2:0 gewonnen. Also da stehen die Chancen gut, dass es in die nächste Runde gehen wird. Spannend, was mit Zenit passieren wird im weiteren Saisonverlauf. Der Player to watch für heute heißt Sam Larsson und spielt in der niederländischen Eredivisie. Dort steht er beim SC Heerenveen unter Vertrag. Und der hat in den letzten zwei Spielzeiten richtig geglänzt für seine Mannschaft, hat einen echten Durchbruch geschafft. Mit seinen 24 Jahren ist er durchaus noch ein entwicklungsfähiger Spieler, kommt aus Schweden. Seine angestammte Position ist auf der linken offensiven Außenbahn. Aber der kann auch im Zentrum spielen, weil er nicht nur einen guten Schuss, sondern auch ein richtig gutes Auge hat. Seit Anfang 2016 hat er seinen Marktwert verdoppelt und zwei richtig gute Spielzeiten hinter sich. 9 Tore und 13 Vorlagen hat er in der letzten Saison abgeliefert. Mittlerweile ist er auch schwedischer Nationalspieler. Ja, seine Qualität wird mit Sicherheit nicht an dem ein oder anderen Top-Club vorbeigegangen sein. So wird in Portugal darüber spekuliert, dass er zum FC Porto wechseln könnte, sollte dort Yassin Brahimi den Verein verlassen. So oder so, Sam Larsson ist ein Spieler, auf den man in der Zukunft durchaus achten sollte. Das war Transfermarkt TV für heute. Morgen beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Premier League, die ja die 1-Milliarde-Euro-Grenze an Transferausgaben geknackt hat. Da schauen wir ein bisschen drauf, freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und ja, als Rausschmeißer gibt es ein paar Fußball-Emotionen aus den Ligen von Sport Digital, aus den internationalen Ligen 12 an der Zahl. Also bis morgen und tschüss.